Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2. Hm, Tommy, wir spielen hier nochmal auf Nanduirion. Hat mir schon länger nicht mehr gehabt. Also, Ansichtssache. Wenn man mal die zwei Asynchrons nicht mitrechnet. Also ziemlich nach derselben Zeit eigentlich. Nö! Echt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Ja. Jedenfalls, wir spielen hier gegen einen Mittleren und drei Brutalen. Aha. Um es ein bisschen einfacher zu machen. Aha. Mhm. Und mit 4000 Anfangsrohstoffen, dass das ein bisschen zackischer geht. Oh, die habe ich jetzt vergessen. Nee, die sind eingestellt. Ich weiß. Weil wir haben festgestellt, mit 4000 Anfangsrohstoffen ist es eigentlich ganz nett. Man kann viel besser starten. Es ist nett. Das ist so ein Geschenk von einem Freund zu sagen. Es ist nett. Mhm. Arbeitet an eurer Einstellung. Und ich mach gleich mal ein Ding, ein Ausgrabung. Wichtig. Oh, ich habe da leider nichts Schönes. Nicht? Nur das für die Helden. Dass die billiger sind? Ja, ist eigentlich auch geil. Hast du das nicht? Nö. Achso. Ich hab dafür die Kriebein, dass die Krähenschwamm, dass du mehr Sicht hast. Mehr Cookie-Lookie. Ja, gut. Cookie-Lookie. Hier gibt es immer Arbeit! Maul halten, Lurz ist da! Schade eigentlich, dass der Saruman, dass der Lurz, nicht diese Stimme von ganz am Anfang seine ersten Worte behalten hat. Saruman! Das war so eine geile Stimme, aber die hat er dann nicht mehr. Das ist irgendwie komische Neigung. Was? Neigung? Ja, wenn du das eine geile Stimme findest, ich weiß ja nicht, ne? Nee, das hat sich schon, das hat sich geil angehört irgendwie. Saruman! Das stimmt. Kommt her! Da hat ihr recht. Das ist ein Vorposten! Nicht eine Feste. Das Gebäude ist fertig! Nicht. Schau mal, ob jetzt wieder der Fall ist, dass wenn ich jetzt hier oben fertig bin, dass dann da, wo der Drache ist, wieder ein paar Leute herkommen, die sehr kaputt sind. Vielleicht nicht, weil wir jetzt neu gestartet haben. Möglich. Nach dem zweiten Asynchron haben wir gesagt, okay, neu starten, vielleicht hilft das was. Also das Spiel haben wir neu gestartet. Was, jetzt schon ein Ring? Leck mir am Arsch. Wird jetzt erstmal nicht ankommen. Ah ja, das erste schon mal Mensch. Aber okay, gut, dass der Vordere den Ring hat. Die gute Fraktion, das ist gefährlich. Ja, die Galadriel ist ätzend. Ja, allgemein, dass eine gute Fraktion ist. Ah, das ist der mittlere. Immerhin, der kann nämlich nichts. Der kann ja nix! Nix da, auf was der Zahn belag. Wir müssen ihn uns holen. Die Scheißmuschi. Aber ich finde auch krass, die Verstärkung für die... von Isengard für die Sägewerke ist voll krass. Nicht nur, das steht da 100% mehr Rohstoffertrag. Das stimmt aber nicht, das ist viel mehr. Echt? Ja. Hart. Core. 10 gibt jeder, da habe ich irgendwie 34 bekommen. Ja, wobei man muss dazu sagen, dass das auch damit zusammenhängt, welches Level die Sägewerk war. Die Sägewerk, ja. Die Sägewerk. Die korrekt krasse Sägewerk. Oh, Spinnen. Achtung! Oh, oh, oh. Ich glaube, die Spinnen. Das ist doch keine Soldaten. Nein. Schapinst du. Spinnen. Verstanden? Was? Verstanden? Schapinst du? Ja, weil da Spinnen sind. Mhm. Oh, das ist voll geil irgendwie, die Fähigkeit, muss ich sagen. Die macht ein bisschen super. Schaden und dann auch noch, wenn die da mittendrin stehen. Mhm. Voll der geile Schutz eigentlich. Jetzt kriegt der die... Ich glaub's nicht. Was? Kriegt der... Jetzt hat sie den Schatz geholt da. Gerade in dem Moment, dass sie jetzt kaputt war, kam da auf einmal die Zwerge her. So ein Wichser. Du hast verdammt wenig Rohstoffe, Leute. Findest du? Ja. Macht euch wieder an die Arbeit. Ja, ja, es geht. Hoch mit euch, ihr schon Ball. Wenig. Ich habe einige Sägewerke. Ah, okay. Bald erkennen sie die Weisheit. Schlachtet sie ab! Wo läuft denn der jetzt hin? Nullcheck. So. Oh, Kavallerie. Habe ich nichts dagegen. Ja, ist aber blöd. Ich kann sie verschwächen. Bing. Sie stehen uns im Weg. Uiuiui, jetzt kommen sie aber ganz gut an, ne? Ja, ich hab diesmal ein bisschen anders gesetzt. Oh, 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 jetzt kommt aber richtig böse. Mhm. Sag ich ja. Ich hab bei dir fast. Also, solange Lurz noch da steht, ist gut. Schlangenzunge. Und nicht stirbt. Schlangenzunge und lange dastehen? Ich weiß ja nicht. Naja, bisher hat er noch nicht sehr viel verloren. Er hat auch noch nicht viel abgekriegt. Ich habe keine Kavallerie mehr bei dir. Aber ich schick meinen Helden zu dir, der ist gleich da. Komm schon, halt durch, Schlangenzunge. Du bist Level 8, du bist gut, du bist geil. Du hast ja 3000 Gesundheit mit Level 8 erst. Respekt! 3100 mit Level 9! Ist halt schon voll die... Jetzt, wo rennst du denn hin? Ich hab ihn doch gerade getarnt. Ja, hau rein, los! Oh!
Frank, tu mir ist gefallen. Also, schon länger. Ich bin ein Mörder behindert, ey. Was? Mein Held. Sowas von behindert. Guck, so geht es doch zu verteidigen. So. Hä, wieso greifen die Schmelzofen an? Wie geht denn das? Wer denn? Deine Einheiten? Verpiss dich! Hast du Einheiten, Ratter? Nein, Lutz ist auch gefallen, jetzt verliere ich gleich. Ich habe keine Einheiten. Ja, das schafft mein Held schon. Ja, aber da oben! Der macht mich da oben platt! Er steigt aber nicht auf! Also für ein Ding? Ja, für ein Ja, weil er gegen die stabilen Einheiten kämpft, ja. Oder da, die haben weniger Leben, die dürfen. Jetzt, Berserkerwut, auch schon mal gut. Berserkerwut, auch schon mal gut. Hey, Schlangenzug kostet nur 500, 600 zum Wiederbeleben. Voll krass. So, billig! Das Blutvergießen hat begonnen. Alter, wie kommt denn der jetzt an? Oh. Was? Wir warten auf die Schlacht. Ja, wie schaut's aus? Los, steig auf. Mal verstärken. Schaffen wir. Oh, mein Tollheld hat nicht mehr viel Leben. Jetzt lauf halt nicht die ganze Zeit durch sie durch. Sollen es? Das ist nicht so einfach. Auf in die Schlacht. Ist doch dermaßen behindert, ey. Ich bringe Angmarsch Steine und Eisen. Ach, der hat mir da hinten schon das Sägewerk zerstört oder habe ich es noch gar nicht gehabt? Weiß ich nicht. Was kaputt gemacht? Sägewerk. Oh, komm, dein Held ist tot. Mach, jetzt mach's halt! Yes! Jetzt hau ab. Ich dachte schon, weil er losläuft, mach das nicht. Nee, das ist noch nur so ein kleiner Bug. Boah, gerade doch halt. Jetzt verschanzt sich ganz hinten. Dass ja nichts passiert. Hui, hui. Muss sagen, es war knapp. Sakrisch knapp, ja. Ich habe mich jetzt gerade nur noch auf Schwertkämpfer gesetzt, dass die da auch gut verteidigen. Ruhe, ihr Magen. Ich befehlige die Leibeigenen. Ist ja auch mal interessant. Was denn? Ich habe jetzt volle Bevölkerung. Ich kann nur 400. Was? Der Scheiß. Ja, siehst du, so wenig Rohstoff geworden. Ach stimmt, ich habe da oben noch so viel Platz. Also nichts gebaut. Oder nicht mehr, ne? Du musst mal hier, Lanzenträger da, ah! Da hab ich was Besseres. Was hab ich? Die Lanzenträger. Ah, ist ja cool, der Wachvorposten da unten, schaut da oben. Da hab ich einen Wachvorposten und die greifen da unten jetzt gerade an. Ey, geil. Ist ja ganz schön eine Reichweite. Ah, Pferde, komm! Na toll, die sind natürlich wieder zu langsam. Oh, geil, pass mal auf. Du musst da oben, da sind Spinnen. Pass auf. Oh ja, oh ja. Geile Fähigkeit, gell? Vor allem das Geile ist, die Pferde sind ja gerade so langsam. Und die Schießer verwenden es die ganze Zeit auf sie. Ja. Ich schick mal meine Hexenmeister zu dir. Hexenmeister. Ach so. Checkst das? Meine Worte. Nein. Ich hier mitnehmen. Nein. Nein. Ich mitnehmen. Schon in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Doch. Doch, doch, ist schon in Ordnung. Ich mitnehmen. Hundi Afuera, gell? Hört auf meine Worte. Ihr lebt nicht, gefaulet! Bald erkennen Sie die Weisheit. Erstmal gelähmt und dann vergiften. Ja, Gift zieht nämlich mit der Zeit immer was ab vom Schlangenzunge. So schlecht ist der hinterhältige Angriff gar nicht. Na, Gift ist schon praktisch, ja. Gegen Helden, oder? Ja, rennt halt runter. Sammeln. Sammeln. Oh, Obacht, nicht, dass ein Held drauf... Achso, der ist einigermaßen geheilt. Ja, dem geht's gut. Ramsch! Der hat seine Rose. Oh, zum Glück war da meine Lanzenträger. Der hat seine Einheiten geheilt, gell? Die da reinreiten, gell? So bescheuert. Ich möchte jetzt bald mal auf meinen Held setzen. Aber ich habe keine Ruf dafür. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Kommt sie halt weniger. Muss ich ja, sonst verliere ich ja. Ja, weißt du.
Meine Worte sind nicht... Überlass den da mir! Jetzt stirbst du! Bald erkennen sie meine Macht. Ein Held haben sie hier nicht, gell? Nee. Moment nicht, ne. Nee, nee. So geil, dass der hinfällige Angriff auch gegen normale Einheiten funktioniert. Absolut hirnrissig. Erkennen sie ihre Schwäche? Wie ich finde. Ja, jetzt hat er schon was Gutes da unten, ne? Jetzt pass auf meine Obacht. Gleich nicht mehr. Jetzt gehst du wohl da in die Mitte rein. Die stehen so schön da. Ja, kein Bock. So. Kommst du da? Kann er gleich nochmal. Das Azog, wusste ich doch, dass das ein Held ist. Irgendwo muss ja mein Held sein. Mein Held! So. Hat zwar ein wenig gebracht, uns zu lähmen, aber gut. Ah! Sehr gut. Mhm. Oh nein, oh nein, oh nein. Keine Ramme. Zack. Perfekt. Schlangenzunge hat's mir wieder gerissen. Da ist ein, Dingsbums. Hau ab, hau ab. Hau ab, ich bin noch da. Nicht auf das Ding drauf gehen. Das wärst gleich tot. Oh, aufs Letzte, du, aufs Letzte. Jetzt gehen wir ein Stückchen vor und dann noch ein Stückchen vor. Jetzt, ja. Diese scheiß Bogenschützen von den Menschen. Das Geilste ist einfach, du machst Seelenquell und dann machst du Erderschütterer. Mhm. Und dann ist deine Armee von Grabunwald. Ja. Hä, was sind da oben? Wie kann der schon Brütlinge haben? Kann halt. Der Co, der Co. Das ist nicht gut. Mach, 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 ich brauch's. Ich brauch's jetzt. Macht. Der macht mir oben alles kaputt. Yes, er ist direkt vor dem stehen geblieben. Oh, sonst hätte ich den Seelquell nicht machen können. Wäre mein Held tot gewesen. So, na also geht doch. Habe ich aber viele Ringpunkte, du. Wieso? So viel. 10 brauche ich noch, dann kann ich die 25er Fähigkeit. Ach so. Du hast es nur auf die Dinger gesetzt, oder? Ich habe eine 5er, eine 10er, einen 15er und jetzt habe ich noch das Krass. Dabei. Ja, wegen deinem Held, oder? Weil der schon so viel. Schätze ich mal. So, perfekt. Gehüter gehen nämlich, sind zwar stabil, aber gegen Wachs sind sie voll krass. Also schlecht. Voll krass. Schlecht. Ja, ja, das ist voll krass. Die verlieren da übelst extrem. Jetzt kann ich meinen Held. Mein Held! Ach nee, kann ich nicht, weil ich wieder voll bin. Einfach heilen. Das ist das Geilste. Ich brauche nur irgendeine Einheit und alle unsere sind wieder geheilt. Mhm. Das heilt so enorm viel, das ist krass. Ja, hoffentlich wird es nicht asynchron. Zum Maul. Ja. Ah, verstärkt oder was? Ja. Ach komm, jetzt macht er mit seinen scheiß Katapulten mein Zeug kaputt. Naja, ich mach schon. Das kann doch nicht angehen. Schon kaputt. Der zieht auch mit seiner Berserkerwut echt gut ab. Ja. Normal ist nämlich der eigentlich nicht so stark gegen einzelne, gegen starke Einheiten. Gegen Katapulte. Finde ich blöd eigentlich, ehrlich gesagt. Ha! Mein Held ist da. Oh. Mach, 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 mach. Also auf jeden Fall. Es ist nicht abgekackt. Also asynchron geworden. Sag's halt noch öfter, weißt du? Asynchron, asynchron, asynchron. Klick. Wumms! Ja, das wär jetzt. Dort jetzt aber schon ein Schepperer. Oh. Ey, der hat auch Trolle. Yeah. Vertraut mir. Yeah. Oh, Mr. Love, Love. Jetzt komm, steig auf. Fantastic. Yeah. Yeah. Nicht? Na toll, der hat die gar nicht getötet. Also der Magistoß am Anfang ist ja scheiße. Ja. Und ich dachte sogar, jetzt habe ich sogar. Jetzt standest du mit deiner Furcht da, was die ein bisschen schlechter macht. Ich habe die Krebein drauf getan, der hat trotzdem nichts getötet. Das ist eine Frechheit. Ich vergifte mal den Gebirgsriesen. Es ist so geil, als negativ, als böser halt Heilung zu haben. Ja. Es ist schon spät. Schon nice, Alter. Weißt? Krass. Und so. Jetzt ist er kaputt. Hui. Rumsa. Kommt der Großbums. Ach, da lag er schon. Der Weg ist klar. Das Gebäude ist fertig. Da sind sie.
und Feuerball. So ein Feuerball, Junge! Sag mal, sind das... Oh nee. Das sah aus, als wären da von dir Axt, also Holzfäller da vorne. Die Urukai sahen so aus. Nee, das kann nicht sein. Das sah aber so aus. Ja. Weiß auch nicht so genau. Oh. Ich hab keine Rohstoffe mehr. Ach du Scheiße. Ich klipp schon mal nach vorne. Nee. Oh. Ja doch, da kommt schon so aber was an, du. Ja, ja. Nicht bewegen! Nicht zu kniet nieder vor uns! Verschont niemanden! So, Kloin geht schnell drauf. Bing. Ah ja, geht da drauf. Da, da, ja, da geht's jetzt. Du bist eine feige Drecksau, halt weißt du rein. Das? Jetzt geht gleich los. Nee, ja. Drecksau. Ich dachte schon, du meinst mich. Jetzt hat er den auch noch geheilt. Oh, alle zusammengesammelt und dann Erderschütterer draufgehauen. Das ist nicht schlecht. Hm, hat was, ja. Berserkerwut drauf. Wir müssen für Berserkern, oder? Mhm. Verbrumm da, dumm da, oben, dumm, dumm. Nein, jetzt habe ich den Feuerball wieder versenkt. Bis mein Wanderer jetzt endlich mal aufsteigt, das geht, da vergeht ewig. Ich habe auch Berserker, schau ihn an. Behindert. Ja. Behindert? Ein bisschen. So, jetzt aber voll auf die Hüter. Das ist so geil, der Spruch. Ob die gegen die Trolle auch gut sind, weil die sind ja auch Schwertkämpfer. Aber ich bin stark. Wer? Die Wags, ob die gegen die Trollschwertkämpfer auch gut sind, weil die sind ja auch Schwertkämpfer. Wir müssen eigentlich, ja. Schaut aber jetzt leider nichts ganz so aus. Hehehe. Und man hält wieder geheilt. Achso. Das ist so geil, wenn ich genug von den Gruppen da vorne habe. Mhm. Dann ist er halt einfach fast unsterblich. Ja, jetzt habe ich einen Blitz frei. Bing. Boing. Der macht doch Beatschaden, glaube ich. Ein bisschen, ja. Wichse. Wieso Wichse? Kameradensau. Ihr müsst mir vertrauen. Ich meine, ich habe einige Level, Helden, die schon auf Level 10 sind. Zwei. Ich habe einen Plan. Ach, wo ist Karsch eigentlich wieder? Da ist der. Erbärmliche Kreatur. Boing. Ich find's voll geil, der stärkste Feuerball tötet die meisten Einheiten, tötet eine ganze Gruppe von der Reichweite her. Nice. Das ist schon geil, ja. Da geht's gleich ab. Da geht's gleich ab, pass mal auf. Ich muss weg. Jetzt kommt alle her. Kommt alle her. Komm mal her, jetzt pass auf. Jetzt dann rumse da. Ramsch! Nice, das hat viele kaputt gemacht. Aber jetzt sind der Ritter von Dol Amroth. Schnell kaputt gemacht. Ja, zum Glück habe ich den retten können, mein Held ist ärgerlich gewesen. Ramsch, mit dem Sprung kill ich sie halt ganz gut. Mhm. Hehehe, und da kann ich Furcht verursachen. Das ist so praktisch. Ja. Weißt du, ich finde aber irgendwie den Magiestoß das hinter mir. Bei eigenen Helden, der geht irgendwie besser, also der wird nicht immer so versemmelt wie der vom Saruman. Der macht nämlich immer sofort. Ach, geheilt. Stimmt, mein Held wäre jetzt fast draufgegangen. Hab ich den geheilt? Ja. Cool. Der wäre fast draufgegangen. Warum nur fast? Oh. Weil du ihn gerade geheilt hast. Verdammt. Jetzt habe ich Wimpernschlag frei. Sehr gut. Warum machst du denn den Magiestoß nicht? Ich? Ja. Was meckerst du eigentlich die ganze Zeit über mich? Was? Was? Komm schon, teleportier dich weg. Er ist es wirklich. Ja, sehr gut. So, ich werde mal hier schauen, dass ich das in der Mitte kaputt mache, irgendwie. Und sowieso. Hallo! Ja, heil, mach! Heilfelder! Und schon geht er auf meine Einheiten da unten, das ist frech. Ich habe keine Einheit mehr. Karsch schon Level 9. Was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ich kann ja auch nicht... Was soll ich denn immer kurz machen? Ich passe einmal nicht auf und schon passiert sowas. Hier gibt es immer Arbeit.
Der Rogisch hat eine geile Stimme. Rogasch hier zu dienen, dunklen König. Ja, nicht gut Deutsch. Rogasch, nicht gut Deutsch. Nicht so, nee. Das ist der Troll-Ali. Ja, der Troll-Ali. Genau. So ungefähr. Nicht so. Komisch, dass er immer schafft, sich zu bewegen und dann kommt er meinem Feuerball, weil ich nicht hingeklickt habe. Ja. Schon komisch, ne? Ja. Als wäre es Absicht. Oh, 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 da sind wieder Brütlinge. Ah! Fuck. Das geht aber schnell. Die ziehen so viel ab am... Ja. Karsch.